Wir müssen euch was sagen, Freunde. So, wir dachten jetzt einfach, wenn Gnu da oben badet, dann können wir auch nackig im Pool sein. Kurze Frage an die Regie. Sehe ich genauso breit aus wie er? Breiter. Wow. Ey, müssen wir mal anstoßen. Ja. Das ist pur Gin. Hab ich noch nie getrunken. Man macht kleine Nips, ne? Kleine Nips. Ist gut, ne? Schmeckt lecker, oder? Wie kannst du das trinken? In meinen Adern fließt nichts anderes. Okay. Wir dachten, wir stellen einfach mal ein paar Tabufragen hier. Ich krieg Mürgreiz. Dann mehr trinken. Na, doch, bitte. Wirklich. Doch, du musst gerichtet. Nein, bitte nicht. Der schmeckt sehr lecker. Aber du hast ein paar Tabuthemen für uns. Nicht tabu, so unangenehme Fragen. Ist ja nicht unangenehm genug hier, ne? Wir sind beide nackt. Stop. Okay, wir müssen uns zusammenreißen. Ja, okay. Hau mal raus. Wenn ihr was nicht beantworten wollt, dann müssen wir trinken, ja. Bei mir sieht das nicht so krass aus, ne? Doch, doch. Viel krasser. Boah. Hau mal raus. Hau mal ein paar Tabu. Erste Frage, die uns gesendet wurde. Ja, hau raus. Schon mal gedacht, dass der Partner stinkt im Intimbereich und sich dabei geekelt? Ja. Ich sag mal so, ich hatte jetzt nicht viele, aber ja. du nicht? Ja. Ich glaube auch, das ist ganz normal. Man denkt halt, da muss man jetzt durch, ne? Also ich bin aber auch einer, der, ich dusche halt dann in solchen Fällen dann schon mal. Ich kann noch eine Frage stellen. Ja, ist ja eine Frage. Ja. Hast du irgendetwas Ekliges, / Komisches an deinem Körper? Zum Beispiel haariger, großer Leberfleck, große Nippel, extremer Schweißgestank, Haare auf dem Rücken. Tatsächlich, davon eigentlich alles. Rasierst du eigentlich deinen Körper? Was? Nein. Du bist auch so wenig behaart, ne? Also hier schon. Hier rasiere ich actually. Ja? Ja, aber ist nicht viel. Darauf erstmal einen Schluck, ne? Hast du eine eklige Warze irgendwo? Du fragst mich nicht, dass ich wüsste. Er hat enormen Ass-Sweat. Willst du darüber reden? Nein, nicht wirklich. Peinlichste Situation beim Bunga Bunga. Keine hochbekommen? Ist okay, das bleibt unter uns. Hattet ihr schon mal Fantasien mit der Mutter eines Freundes oder einer Freundin? Klar. Nein, bei mir nicht. Du? Wann? Immer. Bei mir actually nie. Noch nie. Nee, ich glaube aber auch nicht. Ey, wir können auch Poollicht anschalten. Stimmt. Die Standard, warte, ich will die Familie. Ja. Ich krieg's legit nicht runter. Ich fühle mich gerade voll reich. Warum? Weil das so aussieht, als hätten wir Geld. Weil wir trinken Gin. Der Gin kostet sehr viel Geld. Unten, unterm Wasser, sind sehr teure Koi-Fische. Ja. Ach nee. Das sind unsere. Okay. Guck mal jetzt, weil ich habe ja eben gesagt. Ist die wasserdicht? Nee, ich habe jetzt, guck mal. Wow, sieht das geil aus. Krass, oder? Das sieht übelst nice aus. Warte, ich mach rot, das sieht aus wie ein Puff. Werd jetzt nicht zu horny, aber... Oh. Damn, wir sehen ein... Ja, jetzt sehen wir unsere... Da. Oh. Das sieht, glaube ich, aber zu... Ich glaub, also blau sah schon cool. Blau, ja. Nächste Frage, meine lieben Freunde. Mhm. Schon mal als Erwachsener in die Hose gekackt oder gepinkelt? Nee. 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 Mein Schließmuskel ist durchtrainiert, oder? Okay. Kennt das nur, wenn man vom Klo runtergeht und dann dieser letzte Tropfen halt noch in die Hose geht? Bisschen, ja. Aber das zählt nicht, oder? Von dem. Ne? Okay, nächste Frage. Ja. Schon mal einen echt ekligen Schmuddelfilm geguckt, der eigentlich abtören ist, aber trotzdem weitergemacht? Es gibt ja manchmal so Momente, dann sagst du, ach, ich bin jetzt zu faul, jetzt suche ich mir nicht nochmal einen anderen Schmuddelfilmchen. Ja. Und dann ziehst du dein Ding halt durch, ganz professionell. Zielgerichtet nach vorne hinblicken, die Zeit rennt davon. Ja? Du erzählst das so richtig intensiv, so mit Gefühl. Ja. Als wäre schon mehrmals passiert. Ja, nochmal. Gerade eben, deswegen war ich so lange auf Toilette. Was guckst du für Schmuddelfilmchen? Du, das geht dich gar nichts an. So, hier ist noch eine Frage, sehr schwierige Frage. Schon mal etwas mit einem Fan gehabt? Nein. Ja, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt. Also, aber ich muss ehrlich sagen, meine Meinung hat sich ein bisschen geändert. Ich nehme nur noch Fans. Nein, ich habe gar kein Problem, wenn man einen irgendwie kennt von irgendwas oder sowas. Könntest du? Nein. Nein, könnte ich nicht. Ich könnte nicht mit einem Fan sowas machen, also je nachdem. Sehr lustig, dass du auch Tinder hast. Ne? Ja. Ja, ist auf Madeira, da findet man nicht so oft Girls, weißt du? Ja. Man muss dann schon irgendwie ein bisschen... Ist ja auch so, vertraglich muss ja bei Simon unterschreiben, so. Ja. Du darfst keine Partnerschaften eingehen, wusstest du das? Ja. Du darfst keine Beziehungen eingehen, du musst für Simons Wohl leben. Mhm.
Ja. Hat sich herumgesprochen. Hat sich herumgesprochen mittlerweile. Ja. Ne? Nächste Frage. Ja, frag. Habt ihr schon mal etwas Peinliches mit eurem Schwanni gemacht? Zum Beispiel als Gitarre benutzt? Ja, so steht das hier. Ich hab das nicht geschrieben. Actually, ja. Ich weiß nicht, ob es peinlich ist, aber ich habe einen Helikopter mal getried, weißt du? Hatte Erfolg. Ach so, war jemand gemacht? Nee, das nicht alleine, einfach so. Und, weißt du, so ein aber bisschen, wo hat es denn Erfolg dann? Es hat funktioniert, dass er es gedreht hat. Wenn er zu klein wäre, würde es ja nicht gehen. Ach so. Bei dir auch? Was peinlich, also wirklich. Ja, wo man sagen würde, was ist das denn für ein Tinef? Dafür ist der doch nicht gemacht. Nein, was? Das ist Slang, Tinef. Kennst du Tinef? Nein. Das sagt man so, Tinef. In welchem Jahrgang sagt man das? Ach, Leute. Boah, stell dir mal vor, du machst deinen Helikopter gerade, kommt Thomas rein und sagt, was machst denn du für ein Tinef hier? Ist so ein geiles Wort. Einfach Sitcom. Nee, ich kann mir nicht vorstellen, ob irgendwas Peinliches damit gemacht zu haben. Ja. Das finde ich ja voll der Weirdo. Ja, du bist mega der Weirdo. Mal ein bisschen weiter weg von dir. An was denkst du, wenn du nicht kommen willst? Meine Eltern? Oh. Aber es kam noch nie dazu. Aber das wäre, glaube ich, das Ultimative, wo ich niemals kommen könnte. Ja, ja. Boah, ich weiß auch was. Aber das ist mir voll peinlich. Das ist mir das erste Mal, dass es richtig peinlich ist. Oh, ich bin so peinlich. Soll ich das wirklich sagen? Wieso? Ja. Nein, Angela Merkel. Ohne Scheiß. Ja. Was hast du ohne Scheiß? Ja. Strong. Ich bin ganz weit weggedriftet damit mal. Und dann bist du drauf hängen geblieben, oder was? Ja, das ist so, das ist jetzt dein Ding so dabei. Das ist halt so weird. Wenn er durchziehen möchte und nicht kommen möchte. So eine Fragestellerin hat zum Beispiel an die eigene Oma denkt. Der ist mit den Eltern gar nicht so fair. Ja, genau. Stimmt. Ich finde es voll weird, an eigene Eltern denken. Ja, das habe ich noch nie gemacht, aber das wäre, glaube ich, das ist mir als erstes in den Kopf gekommen. Ich würde die auch gar nicht so mit reinnehmen. Nee. Nee. Das ist voll komisch. Tut mir, yo, okay, tut mir leid. So, stell dann vor, du hast keine Ahnung. Was? Und dann denkst nee, du hast das ja ist noch... Okay. Ex ist ja noch krank. Ey, so, okay, schön. Mach deinen Helikopter und... Was ist eine eklige Eigenschaft von dir? Die Person, die Frage gestellt hat, hat zum Beispiel als Beispiel genannt Arschhaare streicheln. Arschhaare rasiere ich tatsächlich. Weird, dass ihr alle nichts sagt gerade. Ich muss überlegen. Ja, überleg mal, ich mach ein paar Runden hier. Ich glaube, ich habe gar nichts so wirklich. Was ist denn das hier? Das? Ich glaube dir gar nicht. Hast du irgendwas? Nö. Ja. Der furzt immer vor anderen, vor Fremden. Ja, Mann, das ist doch nicht eklig. Kommt drauf an, wie man es, ne? Es ist immer, ich finde, die mögen das vielleicht. Voll, erstens das und zweitens ja immer so, wie verpackst du das? Verpackst du es so in ein Gespräch mit allen so? Ich sag immer, da geht's immer wirklich um den Momentum. Wenn er so eingebaut ist, du sagst, du fragst eine Frage, dann kriegst du eine Antwort, stellst eine Gegenfrage, guck, komm kurz Furz, redest kurz darüber und dann gehst du wieder weiter, dann denken die Leute, smooth. Ja. Also was ich zum Beispiel gar nicht mag an mir, dass ich immer Dreck unter Fingernägel habe und das piddel ich manchmal so raus. Ach so, dass ich meine Nadel habe, ziehe ich manchmal einfach so raus. Das ist auch human, das machen viele bestimmt. Das ist normal. Ja. Bruder, deine Feder muss... Junge, so nah war die an dir und die hatte so ein... Bei der nächsten Frage bin ich sehr gespannt, ob du... ehrlich sein wirst, Ju? Ja, ich, okay. Nur weil ich Chinese bin, oder was? Was? Ich versuche einfach alle Leute so direkt in so eine rassistische Ecke zu drücken. Einfach ohne Grund. Was war die längste Zeitspanne, in der du deine Unterhose nicht gewechselt hast? Wieso ich? Oh. Ich hab mal 3 Tage vielleicht die Boxer schon nicht gewechselt. Das stimmt sogar. Und jeden Tag hast du dich mehr beschwert, weil du mehr gestunken hast. Am Sack. Ach so, ja, aber duschen habe ich ja schon. Aber ich habe auch schon mal 6 Tage nicht geduscht. Ist jetzt kein Flex oder so. Ich bin nicht stolz drauf. Sogar schon mal länger gehabt, früher, so in der 6. Klasse. Ja, ja. Da war es sogar noch voll scheiße, ne? Duschen war eklig. Ja. Weiter geht's. Mit welcher Anime-Figur würdet ihr ins Bett gehen, wenn ihr müsstet? Tsunade natürlich. Pico. Piccolo? Was? Nein. Piccolo. Der hat so schöne Fühler. Tsunade, aber die wäre mir auch so ein, die, ich glaube, die wäre immer abgrundtief, die wäre immer disappointed von allem so. Mir fällt der eine Name nicht ein, aber die hat rote Haare so. Ja, wow. Ja. Was, nicht Bulma? Bulma, Bruder, ja. Oh, C18 auch. Ja, C18 und Bulma. Aber C18 mit Mega-Upgrade. Ich fasse gerade meine Brüste an.
Ja, ich fasse tatsächlich auch die ganze Zeit deine Brüste an. Wo findet man jetzt auch attraktive Nacktbilder von dir? In der Videobeschreibung unten verlinkt. Ja, achso, ja, 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 in der Videobeschreibung unten verlinkt. Unten in der Videobeschreibung oder auch auffindbar auf Tinder, soll ich nicht sagen. Ne? Falls ihr Lust habt auf eine private Helikopter-Session, die übertreibt, dann in der Videobeschreibung sind definitiv alle Links von dir. Wenn du OnlyFans machen würdest, ne? Ja, würdest du reinzahlen? Sofort. Geil. Also, es ist wirklich gerade 5 Grad, nicht wärmer. Aber das Wasser ist 31,5 Grad. Ist das kalt? Trainierst du? Nee. Merkt man. Oh, boah. Ah. Boah, ist das kalt.